Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen aus Wien, Jan aus dem Geek Talk hier. Es ist Mittwoch, der 14. Dezember und ich habe heute wieder 7 Technik-News für euch vorbereitet, um euch ein bisschen den Start in den Tag zu vereinfachen und up-to-date zu bringen. Wir beginnen mit einer kurzen News aus dem Hause Apple, einerseits positiven, andererseits eher negativen Nachrichten. Wir gehen weiter mit 2 News rund aus dem Nintendo-Universum, gehen dann ein bisschen in die Social-Media-Ecke rund um Facebook und Snapchat, dann ein kleiner Ausblick Richtung Weltraum und SpaceX und Boeing und enden wiederum mit einem kleinen Update-Thema aus dem Hause Apple. Wir starten mit der erfreulichen News. Gestern noch in der Daily-Folge eher ein Gerücht und ein bisschen ein Gemutmaße, wie es denn da weitergehen mag. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Apple AirPods sind seit gestern bestellbar. Sie sollen oder sollten noch vor Weihnachten ausgeliefert werden. Die ersten glücklichen Besteller erhalten die AirPods bereits am 20. Dezember, also schon nächste Woche Dienstag. Alle anderen müssen leider ein bisschen länger warten. Wenn ihr euch jetzt auf die Bestellseiten macht, wird die Bestellung auf jeden Fall auf über 4 Wochen stehen. Das heißt, es wird sich dieses Jahr nicht mehr ausgehen und vor Weihnachten leider schon gar nicht. Für alle die, die auf die Beats X warten, die dritten Kopfhörer von der Firma Beats, die diesen W1-Chip von Apple unterstützen sollen, hier heißt es noch länger warten. Mittlerweile gibt es eine offizielle Angabe, die sich in einigen Apple Online-Stores finden lässt. Die wurden leider auf Februar nächsten Jahres verschoben. Wir kommen zu Nintendo. Eine kurze News zu Pokémon Go. Da gab es ja gestern die Ankündigung, dass es jetzt neue Pokémon geben soll. Es wurden nur 2 vorgestellt. Mittlerweile weiß man, wie viele es sein werden und was für welche. Insgesamt sind es 7 neue Pokémon. Allesamt sind Baby-Pokémon, das heißt Vorstufen von bereits bekannten Pokémon. Alle 7 findet man in Eiern. 2 davon in 2 Kilometer Eiern, Fluffeluff und Pi. 2 davon in 5 Kilometer Eiern, Pichu und Togepi. Und 3 davon in 10 Kilometer Eiern, Magpie, Elekid und Kusilla. Noch eine kleine News zum Thema Nintendo, diesmal aber zu ihrer großen Konsole. Die Nintendo Switch soll ja nächstes Jahr im März kommen. Es gab ja schon die Info, dass es dieses Jahr keine neuen News mehr zu dem Thema geben wird. Aber am 13. Januar wurde jetzt eine große Präsentation von Nintendo im Rahmen der Tokyo Game Show angekündigt und dort soll es dann neue News zum Nintendo Switch geben. Wir dürfen gespannt sein. Der kurz angekündigte Ausflug in die Social Media Ecke, 2 Dienste haben heute größere Updates erhalten. Einerseits hat Facebook mit dem Live 360 Dienst gestartet. Das ist eine Kombination aus der Möglichkeit, Live-Videos aufzuzeichnen und auszustrahlen und auf der anderen Seite diese eben mit einer 360-Grad-Kamera zu machen und so den Usern mit einer Virtual-Reality-Brille oder aber auch einem Cardboard die Möglichkeit zu lassen, sich in so einem Live-Video auch direkt umzusehen und so noch mehr Immersion zu bieten. Snapchat hingegen hat neue Gruppenchat-Features ausgerollt. Man kann jetzt einen Gruppenchat starten mit bis zu 16 Mitgliedern. Die sonst grundsätzlichen Regeln gelten auch hier. Die Nachrichten innerhalb dieses Chats sind nur 24 Stunden verfügbar und vernichten sich nachher quasi von selbst und sie können nur einmal angezeigt werden. Zusätzlich gibt es wieder ein paar neue Funktionen rund um das Thema Sticker. Mittlerweile kann man sich mit einem neuen Scheren-Feature Teile aus Bildern ausschneiden und diese dann zu einem eigenen Sticker quasi basteln, der danach auch abgespeichert und weiterverwendet werden kann. Ein kleiner Blick Richtung der Sterne. Für nächstes Jahr waren ja die ersten bemannten Flüge der privat finanzierten quasi Weltraumprogramme angesagt. Sowohl SpaceX als auch Boeing wollten nächstes Jahr Flüge starten. Diese wurden aber jetzt aufgrund der neuerlichen technischen Probleme verschoben und sollen frühestens 2018 starten. Dementsprechend verschiebt sich auch die ganze Mission rund um das Thema Mars. Zuletzt noch ein kurzer Service-Hinweis. Ich habe gestern ja schon davon berichtet, dass es einige Updates im Apple-Universum quasi gab, vor allem in Richtung iOS und dererlei Derivate. Heute ist macOS 10.12.2 dran gewesen. Das Update ist verfügbar und soll vor allem Probleme auf dem neuen MacBook Pro beheben. Einerseits einige Zuverlässigkeitsprobleme, andererseits aber auch das bekannte Grafikproblem. Insofern vor allem für MacBook Pro-Nutzer einen Fortschritt. Einen kleinen Rückschritt gab es bei dem Thema Batterienzeige. Da wird der Mac in Zukunft nicht mehr anzeigen, wie lange die Batterie noch durchhalten wird. Es gibt anscheinend einen kleinen Kniff, mit dem man das dann doch wieder hinbekommt, dass das eingeblendet wird. Ich werde das jetzt noch überprüfen und gegebenenfalls auch im Bälde ein Tutorial auf dem Poughkeepsie-Network veröffentlichen.
Das war schon mit der heutigen Folge. 7 kurze Technik-News für euch. Falls ihr unterstützen wollt, bitte geht auf iTunes, bewertet uns dort oder aber hinterlasst uns gerne einen Kommentar über die normalen Social-Media-Kanäle, die ihr in den Shownotes findet, oder direkt unter dieser Folge unter daily.geektalk.ch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.